Herr und Frau Österreicher sind Fans von Elektroautos. Dabei zeigen wir aber klare Referenzen, denn nur elektrisch allein reicht uns offensichtlich nicht. Der Skoda Enyaq ist auf Platz 2 der meistverkauften Elektroautos in Österreich. Damit das auch künftig so weitergeht, gibt es ein umfassendes Technik-Update und ganz nebenbei auch noch eine neue Ausstattungsvariante. Die neue Laurin- und Clement-Ausstattung soll die Modellpalette nach oben hin abrunden. Und zwar nicht nur für das Coupé, sondern auch für das SUV. Das wohl auffälligste Außenmerkmal sind wohl die exklusiven Laurin- und Clement-Felgen und platingraue Details rund um das Fahrzeug. Mit der Laurin- und Clement-Ausstattung gibt's für außen ein paar kleinere Änderungen, die aber gar nicht so schwer ins Gewicht fallen. Wichtiger ist das, was innen passiert. Es gibt nämlich eine wesentlich luxuriöse Innenausstattung in zwei Farben. Eine ist eher dunkel gehalten, die andere ist die, in der ich jetzt unterwegs bin. Das ist so ein Beige, würde ich es mal nennen. Und Hauptbestandteil sind die Sitze, denn die bringen es jetzt auf BBM, nämlich beheizt, belüftet und massierend. Doch wichtiger als die neue Ausstattung des Enyaq sind zweifelsohne die technischen Änderungen, die unter dem Blech stattgefunden haben. So fallen die Modelle 80 und 80X aus dem Sortiment. Ihre Rolle wird von den Modellen 85 und 85X übernommen. Doch damit nicht genug, denn dazu gibt's auch neue Motoren, die mehr Power haben, mehr Drehmoment, wesentlich energieeffizienter. Mit der größeren Batterie kommst du auch weiter als vorher. Also es ist im Grunde genommen schon fast ein neues Auto. Das ist kein Facelift, sondern das ist echt eine Technikänderung. Kein Update, Änderung. Das bedeutet, die Modelle 85 und 85X treten ab sofort mit 285 PS an. Zusätzlich wurde die Batterie optimiert und mit einem verbesserten Thermomanagement ausgestattet. Das steigert die Reichweite beim SUV auf 560 und beim Coupé auf 570 Kilometer. Im Zuge dessen lässt sich die Batterie der Allradvarianten des 85 auf Bedarf nun auch schneller laden, nämlich mit bis zu 175 Kilowatt. Doch was bei allen Skoda Enyaq Modellen künftig gleich und ebenfalls neu ist, ist das Human-Machine-Interface. Klingt jetzt ein bisschen gespreizt, tatsächlich heißt es die Art, wie ich mit dem Auto kommuniziere und das Auto mit mir. Also die Oberfläche am Touchscreen, die ist jetzt neu. Für mich als Skoda-Fahrer, der ich schon des Öfteren war, nämlich auch den Enyaq, habe ich mich an das alte System gewöhnt und war im ersten Moment ein bisschen überrascht, dass ich nicht gewusst habe, wie man die Klimaanlage reguliert. Doch wenn man es ein, zweimal gemacht hat, dann stellt man fest, dass man damit wesentlich besser unterwegs ist, weil das ganze System einfach smarter ist und schneller reagiert. Skoda reagiert mit dem Update der Enyaq-Modelle direkt auf die Wünsche der Skoda-Kunden und beseitigt damit die Kritikpunkte, die die Enyaq-Fanbase an die Entwickler formulierte. Nach 3 Jahren haben die Skoda-Entwickler tief Luft geholt und dem Enyaq neue Talente eingehaucht. Er ist jetzt stärker, er ist jetzt schneller zu laden, er ist einfacher zu bedienen und er ist besser ausgestattet als je zuvor. Und trotzdem denke ich, dass er künftig nicht mehr den Platz 2 der meistverkauften Elektroautos bekleiden wird. Denn es wird Zeit für Platz 1.